Was geht ab, YouTube? Die einzigste ehrliche Meinung auf YouTube ist hier und auf Twitch. Ich küsse eure Herzen, folgt mir auf Twitch, DelaRüTV. Wir sind jeden Tag live, Adreris. Wir haben gestern 10 Stunden gemacht, ein Follow kostet gar nichts. Ich küsse eure Augen auf Denno, sein PlayStation-Ohrringe. Wir gehen rein auf Sadomasu in Icon Finale. Rap-Duell, dramatischer Abschied nach Tag 1 im Paradies. Astaghfirullah. Wir gehen rein, ich küsse eure Herzen, meine Wunderschönen. Menage à trois, nur die Blicke in mein iPhone Tisch. In meiner City herrscht Schweigepflicht, bin ich Tag und Nacht, aber wird es so heiß im Bings. Mods Titel bitte. Die Icon 5 limitierte Contestbox. Jetzt vorbestellen. Titel ist schon Baba, Junge. Guck bis Ende. Ich hatte vor, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Ich hatte vor, bis Ende zu gucken, Cousin. Das ist real life. Mach mal Liebe für J.U., Jelly. Okay, ich bin gespannt, ob heute der Eier ausgepackt wird oder nicht. Und der Künstler, der nach vorne tritt, ist Barré. Du hast die Entscheidung getroffen, genauso wie alle anderen auch hier. Boah, ich weiß nicht, wen er wählt, ehrlich. Ich habe nichts gesehen, nichts geguckt. Ich will mich echt so ein bisschen, ich will immer so objektiv, ich will versuchen, was heißt objektiv? Ich will versuchen, die erste Reaction festzuhalten, Daddies. Wisst ihr? Das ist für mich wichtig. Hier ein X auf deinen Zettel zu schreiben. Hast du jetzt die Möglichkeit, dir einen von den 16 verbleibenden Künstlern auszusuchen? Gegen diesen Künstler wirst du morgen im 1 gegen 1 antreten und der Schwächere von euch geht nach Hause. Du hast die Chance, indem du jemand herausforderst. Okay, ich muss überlegen, wen würde er nehmen? An seiner Stelle hätte ich Raza genommen. Oder wie heißt der? Raza? Ich weiß es nicht. Kopfgeld zu bekommen. Winner von dem Battle wird morgen 1000 Euro reicher sein. Boah, ich hätte entweder Raza oder Bensko genommen. Boah, keiner guckt mir in die Augen, Wallah. Was geht ab, meine wunderschönen Dreadies? Kurze Werbeunterbrechung. Dieses Video ist gesponsert von Wondershare Filmora 12. Die coolste, die geilste, die schönste Videobearbeitungssoftware, die es auf dem Markt gibt. Ich selber betreibe ein Format namens Rapplery und wir achten dort extrem auf Qualitätssicherung. Und darum bin ich umso glücklicher, Filmora als mein Partner haben zu dürfen. Ich denke, gerade in der Zeit von Social Media, wo jeder so ein bisschen seinen eigenen Content produzieren will, setzt sich Qualität am Ende durch. Und was braucht ihr, um Qualität zu liefern? Filmora 12! Heute zeige ich euch einige coole Tools, die Filmora 12 mitbringt. Zunächst haben wir die Keyframe-Funktion. Sie lässt sich auf verschiedene Parameter anwenden, zum Beispiel in der Farbkorrektur. Oder das Draw-Mask-Werkzeug. Passt auf, wie cool das ist. Ihr könnt verschiedene Formen ausschneiden, ich zeig's euch einfach mal. Wie zum Beispiel hier. Hier haben wir Mohams mit einem eleganten, ausgeführten Rückwärtssalto. Ein Step zur Seite, den Ball aus der Luft gegriffen, zack! Und rübergepasst zu Colin. Colin abivisiert den Korb an, er macht den High-Kick! Wow! Also ihr seht selbst, wie cool es aussehen kann. Nicht nur das, sogar künstliche Intelligenz ist in mehreren Tools mit eingebaut. Ihr könnt mit der AI-Cutout-Funktion mit nur wenigen Klicks verschiedene Formeln ausschneiden und benutzen. Ich kann euch sehr ans Herz legen, Filmora 12 zu benutzen, wenn ihr qualitativ hochwertigen Content machen wollt. Ihr könnt YouTuber werden, TikToker oder auch Rapper. Checkt den Link in der Bio, downloadet euch Filmora 12 und dankt mir später. Pa! Oh! Was? Walla, schwere Entscheidung, Cousin. Also, Skepcher, Barré, ihr habt euch beide für dieselbe Sache und denselben Pfad am Ende des Tages entschieden. Und jetzt seid ihr die zwei Künstler, die die ganze Sache ausbaden müssen.
100% garantiert. Einer von euch beiden wird morgen nach Hause fahren. Ihr habt die ganze Nacht Zeit, um euch jetzt darauf vorzubereiten. Ich wünsche euch beiden viel Glück und viel Erfolg. Und wir werden morgen sehen, wie die ganze Sache ausgeht. Ja. Und damit ist alles gesagt. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Hättet ihr einfach einen Namen auf diese Zettel geschrieben? Macht doch nicht auf, ihr seid die besten Menschen und Ding. Sehr schwierig. Sehr schwiegende Themen, Dreddys. Sag ich euch, wie es ist, Bruder. Komm. Keine Ahnung. Sehr schwiegende Themen, ehrlich. Komm mit, wenn wir nicht sagen. Ja, komm mit. Hi, Kali. Hi, Malaga. Hallo. Wo sind die Zimmer? Dann nimm mal das Zimmer dabei. Ja. Wie viele Leute können da? Heute sehen wir alles, gell? Hier sehen wir, wie die Villa aussieht und so. Das ist krass, Digga, ehrlich. Da rein in das Zimmer. Ja. Hat er mein Zimmer geklappt? Ja, wie geht's mir? Immer noch kein Zimmer, ja? Sag, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der frischeste Badau im ganzen Land? Ich muss hier kurz einen Aufruf machen. Hasuna Badawi, falls du das siehst, Cousin. J.U. will unbedingt ein Feature mit dir, Bruder. Er ruft mich jeden Tag an. Er sagt, Sammy, bitte, wenn du Feature klärst, 5 Subs, bitte macht ein Feature zusammen, Adredis. Ich, Hasuna Badawi, werde Icon 5. Kann ich. Danke. Ich spiele einfach da Klavier am Ende. Was machst du? Die noch voll dumm, Mama. Nein, Jungs. Mit wie vielen Leuten sind die in die Villa gegangen, Bruder? Da. 17, oh mein Gott. Was ist denn da? Wallaha, 17 ist viel. Bruder, da gibt's. Das gibt nur Ärger, Cousin, ja? Schon mal sehen, wie die Villa am Ende aussah, ehrlich. Dann ist immer so eine Sache, ja, aber schau mal, wo die Reise hingeht. Der Essen im Knast hat besser geschmeckt als hier, ja? Was ist das, Bruder? Nein, bitte nicht. Das Essen im Knast war wirklich lecker. Aber was viele machen, ist, ich liebe dich. Aber irgendwann bringt dieses Ich liebe dich gar nicht und du musst weitergehen. Ich bin Shabab. Man nennt mich auch Kfz-Mechaniker des Vertrauens. Ey, hat keiner Blazy mitgenommen? Wallahart! Wir sind Amateure. Guantanamo, ne, würde ich gar nicht bringen. Wallah, für mich war sehr schwer, sag ich dir ehrlich, einzuwählen. Der muss gemobbt werden, ehrlich. Stabile Jungs, weißt du, aber ich habe halt Skepta genommen, weil ich menschlich so mit ihm am wenigsten zu tun habe. Also mit den Jungs bin ich privat auch. Also, kurze Einschätzung von mir, Dreddys, okay? Ich will, dass ihr euch Icon immer mit mir anguckt. Ich küsse eure Herzen, Icon ist super Format, cooles Format, unterhaltsam. Ich an Barré Stelle, ich hätte niemals Skepta genommen, nie im Leben. Weil Skepta hat Tage, wo er Monster-Songs machen kann, so. Ich hätte ihn nicht genommen, Bruder. Ich weiß, er hat ihn genommen, weil er freundschaftlich mit ihm nichts zu tun hat. Aber ich hätte mir ehrlich jemanden Schwächeres rausgeholt. Ehrlich. Auch mit allen sehr gut, weißt du? Und Skepta war so halt so ein Ding. Ich habe jetzt mit dem nicht den engsten Rat, obwohl ich ihn sehr krass finde und auch der ein sehr guter Junge ist. War sehr schwer für mich, aber ich musste mich entscheiden. Deshalb habe ich Skepta auf jeden Fall nicht. Wie soll ich innerlich ruhen? Durch dich hab ich Verfolgungsjahr, als wenn mich Interpol sucht. Du sperrst mich ein, das kann nicht sein, sobald ich von Anfang an nur. Deshalb habe ich Skepta auf jeden Fall nicht. Wie soll ich innerlich ruhen? Durch dich hab ich Verfolgungsjahr, als wenn mich Interpol sucht. Du sperrst mich ein, das kann nicht sein, sobald ich von Anfang an nur 5 Paar Socken, 5 Paar Boxershorts, 5 Paar T-Shirts und Hosen eingepackt, weil ich sowieso wusste, dass ich nicht allzu lange. Lüg nicht!
Lügen, du trägst eine Unterhose 4 Tage. Skepcher lügt nicht. Hier bleiben werde. Nicht nur, weil ich Baro liebe. Ich schwöre dir, der Typ ist ein Künstler des Lebens. Auf jeden Fall. Ja, ne Skepcher ist krass, Bruder. So krass wie Skepcher ist, Bruder, aber... Wallah, Skeppy, es wird schwer beim Bruder, Wallah. Obwohl ich dich auch mag, Bruder. Oder ich weiß nicht, Wallah, vielleicht... Was ist aber für eine Moral? Bruder, ich sag euch eine Sache, gell? Ich kann mir vorstellen, warum er so denkt, ehrlich, Dreddies. Ich kann mir ehrlich vorstellen, warum er so denkt. Er zog gerade seine... Er schreibt bestimmt, ich sag dir ehrlich, du bist... Sieht er mich schon? Ich bin der krasseste Rapper, den Icon je gesehen hat und wahrscheinlich auch der krasseste Rapper, den es jemals bei Icon geben wird. Das steht aus der Frage. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung von Hip-Hop. Die Zeiten haben sich geändert und mittlerweile sucht man eher halt Sänger oder wie man das auch nennt, weil singen ist es ja auch nicht. Die benutzen Autotune, ne? Also die suchen und man sucht die neue künstliche Intelligenz am Broadway. Hä? Schwer. Also was er damit sagen will, ist eigentlich, Skepta sieht das bisschen falsch. Das ist das Problem. Er hat Stärken zum Beispiel in der Lyrik, er float, er macht, er hat cool, geil. Aber Baro ist auch krass, Bruder. Aber nicht in dem, also was Lyrik angeht, ist Skepta krasser. Aber Musik ist ja nicht nur Lyrik, sondern es ist natürlich ein großer Teil davon, ist Lyrik. Aber es geht auch darum, dass du lyrisch einen Song modern hältst zum Beispiel. Dass deine Lyrik trotzdem beibehältst, aber einen modernen Song machst. Wie heißt der? Barré heißt der, oder? Was habe ich gesagt? Barré ist krass. Ilmohim, Dreddies. Skepta, sein Spektrum ist zu klein. Er denkt einfach nur Lyrik, geile Flows, fertig. Nein, Bruder. Moderne Songs machen mit geiler Lyrik, dann bist du dich durch, Bruder. Melodische Songs mit geiler Lyrik, dann bist du durch, Cousin. Das ist schwerwiegend, Cousin. Schwiegende Themen, Bruder. Willkommen bei Tag 2. Einige von euch haben gestern Sascha, erster Hand erfahren, für 8, Bruder, wie schnell es gehen kann und wie schnell der Traum für jemanden hier platzen kann. Ihr wurde gestern hier rüber zu der Voting Booth gebracht und ihr habt euch alle dazu entschieden, eure Macht in diesem Spiel abzugeben und eure Zukunft dem... Und noch eine Sache, Chat, dann stoppe ich auch nicht mehr. Kurdischer Eamon sagt, ich höre alles, Hauptsache es ist authentisch. Das ist eine andere Geschichte nochmal. Guck mal, wir reden einmal vom persönlichen Geschmack. Bei mir, ich höre auch lieber authentische Sachen. Oder bei mir ist eher nach Gefühl. So, wenn ich einen Tag bin ich traurig, dann höre ich gerne traurige Lieder. Einen Tag bin ich aggressiv, dann höre ich gerne so. Also, weißt du, so bei mir ist es so. Aber wir gucken, was holt den meisten Erfolg im Rap-Geschäft? Oder was holt die breiteste Masse im Rap? Was sind die erfolgreichsten Künstler? Also welcher Künstler verdient am meisten Geld? Und obwohl ich zum Beispiel ein Luciano gar nicht mehr höre oder verfolge, weil es einfach nicht meine Musik ist, hat er ja irgendwas, macht er ja irgendwas, was ihn so übertrieben erfolgreich macht, Bruder. Weißt du, es gibt diese Artist, das ist so gar nicht dein Geschmack, aber der verfolgt Sachen, die macht er und dann wird er erfolgreich, Cousin. Zufall zu überlassen. Und dafür gibt es eine Rezeptur. Zwei von euch mussten gestern dafür bezahlen. Barré und Skepta, trittet bitte nach vorne. Barré, auch du hast gestern ein Kreuz auf deinen Votingzettel getan und Skepta als dein Gegner für Apache den heutigen Tag ist das beste Beispiel dafür, Dreddies, ja. Ihr zwei werdet gleich in einem Songbattle gegeneinander antreten und einer von euch wird heute die Villa verlassen. Alle. Seid ihr bereit? Dann würde ich sagen, alle anderen Künstler können jetzt rein. Ihr zwei bleibt hier und dann starten wir durch. Was meinst du, wer gewinnt? Also zwischen den beiden kann ich das nicht sagen. Ich würde aus meinem Bauchgefühl heraus sagen, derjenige, der den besseren Song gemacht hat. Ich sehe Barré mit Stärken, ich sehe Skepta mit Stärken und es kommt einfach auf das Gesamtprodukt an. So, wenn das Gesamtprodukt bei dem einen besser ist, dann so, weißt du? Was würdet ihr denn aus eurem Bauchgefühl raus sagen? Oder welchen Rapper würdet ihr eher hören?
Malaga. Guten Morgen, Jungs. Wie war eure erste Nacht in der Villa? Schrecklich. Angenehm. Schrecklich. Warum schrecklich? Weil wir auf Boden schlafen mussten. Trotz Villa? Einen trotz Villa. Knast war sogar besser. Baro, du weißt, ich schieb jetzt auf... Baré, Bruder. Ja. Okay. Baré, du weißt, für euch beiden steht eigentlich viel auf dem Spiel jetzt. Einer von euch wird's verlassen heute. Wie fühlst du dich? Da könnte sein Flow nehmen. Sein Name. Hast du den richtigen Gegner ausgesucht? Hast du ein gutes Gefühl? Ja, den richtigen Gegner kann man sich nie aussuchen, aber ist machbar auf jeden Fall. Ich hoffe auch, wenn du oder wenn ihr teilweise auf dem Boden geschlafen habt, konntet ihr trotzdem ausreichend Energie... Also ich denke, so was mein Bauchgefühl sagt, Baré kommt weiter. Ich will nur gucken, ob der Song wirklich besser ist. Ich wünsche euch beiden ganz viel Erfolg. Gebt Vollgas, denn einer von euch wird es nur überleben heute. Danke, Habu. Bitteschön. Ah, der muss ja ändern. Okay, ich bin gespannt. Capture. One Love. PlayStation Ohrringer. Motherfucker, ich bin Hustler. Motherfucker. Mein Laster, deshalb blieb ich lebenslänglich auf der Suche nach der Rache. Lieber Gott, jedes Mal, wenn ich freitags vor dir auf die Knie fall, bereue ich meine Sünden, doch zwei Stunden später fließt der Alk. Ein Leben mit dem Streben nach dem Paradies auf Höllenern. Paradoxer geht es nicht und manchmal, Gott, versteh es nicht. Alles, was ich hatte auf Erden, hab mir lieb wohl gesagt. Ich konnte mir dein Geburtstag nie merken, doch kenn dein Todestag. Die Ironie des Lebens, Bruder, Menschen lernen das schätzen nicht. Ob mir der gleiche Fehler nochmal mal passiert, schätze nicht, Menschen machen Fehler, das liegt in unserer Existenz. Denk dran, wenn du weinst und dir dein Spiegelbild kein Lächeln schenkst, das darfst du nie verlieren. Lass den Kopf nicht hängen und die Krone fallen. Was bringt dir in dein Leben Musiknoten ohne Ton dabei? Was bringt dir in dein Leben die Drogen, außer dich so zum Fallen, dass du nie wieder aufstehen kannst und ganz allein am Boden bleibst? Vertrau mir, was ich sage. Kleiner Bruder, lass die Scheiße sein. Auch ich hab ne Geschichte, so wie du, nur meine reimt sich halt. Okay, super Song, aber der schlechteste Song, den er sich in dieser Situation aussuchen konnte. Das ist die dümmste Entscheidung gewesen überhaupt, Bruder, die er in dieser Situation wählen konnte. Das erstens. Zweitens, der Song ist super, wenn man ihn privat hört, wenn man den zum richtigen Zeitpunkt bringt, dann ist das ein super Song. Inhaltlich, lyrisch sehr stark, er hatte zwei Taktfehler, glaube ich. Aber das ist nur, weil die das da live performen, darum sind die zwei Taktfehler dort drin. Ansonsten, Skepta ist ja kein Typ, der einen Takt nicht trifft, so. Aber für mich, wenn ich jetzt schon da reinhöre, der dümmste Song, Bruder, den er in dieser Situation wählen konnte, Cousin, ganz einfach. Aber es ist ein super Song, Darius. Man kann sogar auf jede Line einzeln angehen, wenn ihr wollt. Ich will es jetzt nicht so ausführlich machen, aber so die ersten, sagen wir mal, die hören wir uns, die war voll leise, sorry, Digga. Motherfucker, ich bin Hustler. Motherfucker. Arampara war mein Laster, deshalb blieb ich lebenslänglich auf der Suche nach der Rache. Lieber Gott, jedes Mal, wenn ich freitags vor dir auf die Knie fall, bereue ich meine Sünden, doch zwei Stunden später fließt der Alk. Ein Leben mit dem Streben nach dem Paradies auf Höllenern. Paradoxer geht es nicht und manchmal, Gott, versteh es nicht. Alles, was ich hatte auf Erden, hab mir lieb wohl gesagt. Ich konnte mir dein Geburtstag nie merken, doch kenn den Todestag. Die Ironie des Lebens, Bruder, Menschen lernen das schätzen nicht. Ob mir der gleiche Fehler nochmal mal passiert, schätze nicht. Menschen machen Fehler, das liegt okay. In unserer Stress. Falscher Zeitpunkt, Bruder. Falscher Zeitpunkt, ehrlich. Ich spüre Kriegen für Notarztruf. Dein Hals verschuldet sich da. Kein Plan, ob sich so entwickelt habt oder immer war. Ich glaub, die Hölle kam. Guck mal, ich geh sogar mit. Ich mach ein bisschen kreativ. Weißt du, wenn ich diesen Song gebracht hätte, Chat? Irgendeine Challenge an irgendeinem Tag, Sonnenuntergang kommt, Bruder. Du siehst nur noch so ein bisschen das orangene Schimmern im Himmel, so, Bruder. Überall sind so Fackeln aufgestellt, Cousin, weißt du? Dann bringst du diesen Song, Bruder. Abendstimmung, Bruder. Du holst die Leute ab. Message. Die Leute haben schon ein bisschen auch Heimweh nach 3, 4 Tagen, 5, 6 Tagen, weißt du so? Du musst mit dieser Situation spielen. Und nicht, Bruder, 10 Uhr morgens, Bruder, Leute kommen gerade, die haben gestern Abend gerillert, Bruder. Die sind auf diesem Balkon, jeder so, kommst du mit so einem Song, das berührt niemanden, Bruder. Das berührt niemanden. Ist einfach strategisch die falsche Wahl gewesen, Cousin. So. Ist cool. Geiler Song. Falsche Uhrzeit, falsche Zeit, allgemein falscher Zeitpunkt. Jetzt mal gucken, was Baré macht. Aber. Hey, wow. Der Junge aus der 829.
trotzdem stark, Bruder. Trotzdem Liebe geben, Dreddies. Vielen Dank für deinen Auftritt. Trotzdem stark, ehrlich. Als nächstes, Paré. Privat würde ich mir den Song sehr gerne reinziehen, ehrlich. Paré, bist du bereit für deinen Auftritt? Ja, Bruder. Auch dir viel Erfolg. Dankeschön. Yesin, Dankeschön für 20, mein Bruder. Bobby Van Damme. Ja, hat mich gefangen, so wie Kipa Lori. Aus dem Fenster hörst du Kinder schreien, Nikla Bullis. Das Licht, wovon sie reden, nein, das gab es hier nicht. Wir sind verloren. Ein Leben im Beton, sag, wann kommt die Rettung? Wir sind immer noch in demselben Mist, wollen raus hier, aber das ändert nicht, wo ich herkomm. Da trennst du dich schwer von. Dreck in den Straßen lernten wir lieben, Krieg im Herzen brauchte kein Frieden mehr. Bruder, keine Chance, Cousin. Keine Chance. Keine Chance, Bruder. Und Walle hat sogar gut gemacht. Das ist Free Win, Bruder. Ehrlich, Spitzhacke, Bruder. Er hat sogar gut gemacht. Es ist nicht mal so, dass man sagt, Barré hat es nicht gut gemacht. Und Walle hat sogar gut gemacht, Cousin. Ghetto Kinder drücken Kali am Block, Block. Während Wintertage da je zwei Jobs ab. Du kannst machen, was du willst, es endet im Popra. Der Mix ist bisschen so, aber. Durch den Dschungel Rico Ronaldo Nazario. Favela Barrio. Der Schmerz, er sitzt so tief, da hilft kein Valium. Zu viel Szenario. Baba Song, Digga. Mutter, Fall Damage hat er bekommen, Skepta. Scheiße, ehrlich, ich mag ihn ja auch privat, aber das hätte er nicht gerappt einfach, Digga. Baba Song. Cooler Vibe, das cool gefloat. Das war's. Geil. Danke dir. Ja, Baby. So Jungs, wir haben beide Auftritte gehört. Jungs, geglaubt, ist nicht schlimm, der Song ist trotzdem cool. Was sagt ihr, was ist euer Ersteindruck? Also ich muss sagen, bei Skepta habe ich ein bisschen Probleme erkennen können und gehört. Aber trotzdem ist er in dem, was er macht, lyrisch gesehen der Beste hier im Turnier. Ja, er ist auf jeden Fall lyrisch der Beste. Bruder, ich sag euch ehrlich, auch Barré war lyrisch nicht schlecht, Digga, ehrlich. Ist halt anders, also, ist anders, aber das sind trotzdem ästhetische, coole Reime, Digga. Nächstes, ein Auftritt. Und die erste Line alleine, die hat mich geflasht, Digga, ehrlich. Die Dunja hat mich gefangen, so wie Kipa Lori. Geil, geflowt. Aus dem Fenster hörst du Kinder schreien, Nikla Polis. Licht wovon sie. Sehr geil geflowt. Der einzigste Unterschied, den ich höre, Bruder, ist der Mix, Bruder. Ich weiß nicht, ob man da im Nachhinein nochmal über Barré seins drüber gegangen ist und über Skepta seins nicht. Aber der Mix ist auf jeden Fall der Unterschied, den ich raus. Aber trotzdem ist er in dem, was er macht, lyrisch gesehen der Beste hier im Turnier. Ja, er ist auf jeden Fall lyrisch der Beste. Ich geb dir da auch recht. Bei Barré muss ich sagen, die Hook hat mich direkt gepackt und hab direkt gecatcht. Er ist direkt im Ohr geblieben. Ich glaube, das Ding kannst du auch besser vermarkten einfach. So, was würdet ihr sagen? Ich denke, wir sind uns mit der Entscheidung recht einig, oder? Was sagt ihr? Aber am Ende des Tages kann nur einer gewinnen. Leider ja. Schade, aber es ist leider dieses. Okay. Ich bitte dann einmal Barré und Skepta nach vorne. Erstmal danke für den Auftritt und auch riesen Respekt dafür, auch von uns.
Der arme Skepta, Digga, ja? Wir haben schnell, auf jeden Digga. Fall eine Entscheidung getroffen. Ich komme jetzt erstmal zu euch, Skepta. Ich finde deine Lyrik wie immer sehr stark. Da ist viel Emotion mit drin. Ich fand, an manchen Stellen bist du halt rausgekommen mit Luft. Die Hook war auch nicht so stark performt. Bariba, die hat die Atmosphäre gestimmt, alles stimmt. Da waren gute Melodien mit drin. Der Song war zwar kurz, aber trotzdem war da eine gewisse Emotion mit drin. Den richtigen auch Film, kurze den du Songs immer haben ihre Begründung. Bei dir muss ich auch sagen, deine Hook hat mich wirklich gecatcht. Die Entscheidung ist uns wirklich nicht einfach gefallen. Bei Skepta muss ich sagen, wird es ein bisschen monoton vom Stil her. Allerdings hattet ihr gestern als Künstler alle die Wahl oder die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Ihr habt euch alle als Kollektiv dagegen entschieden und somit musstet ihr heute gegeneinander antreten. Das Ganze hier ist ein Turnier. Ihr sollt natürlich auch nicht den Spaß an der ganzen Sache verlieren. Deswegen sind wir ja alle hier. Aber Dragon! Zählt hier kein Verrat, kein Zusammenhalt, sondern am Ende des Tages zählt nur eure Musik. Und dafür kommt ihr auch nur weiter, für nichts anderes. Und ihr wisst ganz genau, dass wir uns hier im Laufe des Turniers regelmäßig vom Künstler verabschieden werden. Und auch heute werden wir uns von einem von euch beiden verabschieden. Der Gewinner von der heutigen Challenge wird heute mit 2000 Euro Kopfgeld aus dieser Challenge gehen von euch beiden. Die Jury hat sich entschieden. Es war keine einfache Entscheidung, aber wir haben eine Entscheidung gefällt. Und wir haben uns entschieden für Barré. Zwei Mille, Digga. Skepta, bleibst noch kurz da. Skepta, viel. Der wollte schon abziehen, Cousin. Der hat sich gedacht, Scheiße, Alter! Ich hab nur zwei Boxershorts, Alter! Ich flieg jetzt nach Hause, Alter! Ich hab einen zu viel mitgenommen, Alter! Der arme Vielen Dank für deine Teilnahme. Es war wirklich eine Bereicherung für dieses ganze Turnier, dass du dabei warst. Du bist hier lyrisch wirklich einer der Besten, muss man sagen, wenn nicht sogar der Beste. Props dafür. Für mich gehörst du auch lyrisch wirklich zu einem der Besten in ganz Deutschland. Du bist wirklich unglaublich talentiert. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Gucci, 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 Gucci. Der ist ein süßer, Digga, wirklich. Ich mag ihn, ehrlich. Barré, wir würden dich einmal bitten, dich neben den anderen zu stellen. Und Skepta, für dich endet die Reise hier. Wir würden dich einmal bitten, deine Bitte, Koffer hat sich schon. Warte. Schade. Es geht ab. Koffer sind schon geparkt, ich wusste schon vorher, dass ich gehe. Alter, der arme Digga, ja. So, Koffer habe ich schon. Schuhe muss ich nur noch anziehen. Aber war trotzdem auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Was soll ich noch sonst? Cousin, du warst 4 Stunden da, ja? Es hat Spaß gemacht, Bruder. Der arme Digga, ehrlich. Zu sagen, ich bin meinen Weg vor Eike gegangen. Ich werde meinen Weg auch nach Eike noch gehen. Die Erfahrung, die ich hier gesammelt habe, die war auch wichtig. Niemals in meinem Leben mehr in ein Rap-Format gehen oder so, weil ich einfach eine gewisse Zielgruppe erreiche. Und diese Gruppe, die ich erreiche, die schaut sich halt so welche Rap-Formate nicht an. Naja, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Junge. Ah, der ist mad, Bruder, ja. Skepta, du kannst zu uns kommen, Cousin. Aus der 829. Und ich wünsche viel Erfolg den anderen Teilnehmern. Da sind so viele starke Künstler, also ich will echt nicht in der Haut der Jury stecken. Dankeschön für alles, Icon, ich liebe euch. Nur das Beste für euch. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder, wenn ihr einen Platz frei habt in der Jury. Peace. Ich will trotzdem sagen, die Anreise hat sich gelohnt. Damit erstmal herzlichen Glückwunsch an euch 16. Ihr seid die 16, die erste Nacht überlebt haben. Ich hoffe, dass es für euch nochmal eine Lektion war, denn die Votes ist die einzige Macht, die ihr hier in diesem Spiel bekommt. Ich appelliere nochmal an euch, gebt diese Macht nicht auf, überlasst nicht eure Zukunft dem Zufall.
damit kommen wir zur nächsten Challenge für den heutigen Tag. Bin gespannt. Bevor wir beginnen können, werden wir euch jetzt in Teams von jeweils 8 Künstlern aufteilen. Bevor wir das machen können, brauchen wir für jedes Team einen Team-Captain. Also die Jury wird jetzt jeweils ein Team-Captain festlegen. Dieser Team-Captain hat gleich die Aufgabe, sein Team von 8 Künstlern zusammenzustellen. Okay, dann würde ich die Jury jetzt bitten zu verkünden, wer die 2 Team-Captains sind. Der erste Kapitän, für den wir uns entschieden haben, ist Bajor. Ah, okay, doch nicht. Eine Partei, die das Team führen wird, ist Shabab. Boah, es wird hart. Eure Aufgabe ist es jetzt, 7 vor euch nacheinander in eure Team zu wählen. Denkt am Ende des Tages daran. Bruder, das ist so, ich liebe diese Momente. Wisst ihr warum? Es ist wie immer der Letzte, der ein Tor kam. Wisst ihr? Du Fußball, du nimmst einen. Und der Letzte, Bruder, du weißt, das ist der Schlechteste. Und ganz jeder weiß, das ist der Schlechteste, Cousin. Das ist so unangenehm, gell? Dass ihr nur als Team... Das ist so unangenehm, Bruder. ...und verliert. Macht davon eure Entscheidung abhängig. Viel Spaß. Okay, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Wer anfängt? Hättest du diese Mikrofone in den Mund genommen, Cousin? Zu hören. Und ja, Schnuck, Schnack, Schnuck. Ich will Biggie. Okay. Ich bin so gespannt, wer als Letzte stehen bleibt. Die letzten 3-4 ist schon unangenehm. Schwere Entscheidung, wa? Ich will Barré. Ich nehme Azu. Schwere Truffe. Ich will Skandi. Digga, ehrlich, jetzt wird's ehrenlos, Digga. Der Klatsch mit Krücken, der... Auch wie abgefuckt der schon guckt, Digga, ehrlich. Er hat keinen Bock mehr, Digga, ehrlich, Bruder, ja. Jetzt unangenehm, Dreddies. Wallah, mit jedem Typen, der da noch vor dir gezogen wird, Digga. Warte ganz kurz. Ich nehme Sakko. Oh, ich hätte echt gedacht, wir nehmen Vito. Ich nehme Caliente. Was ist das? Ah. Ja, Kali ist gut. Ich nehme Rasha. Ich nehme Infinite. Ich nehme Vito. Boah, Bruder, das ist so traurig, gell? Könnt ihr zusammenrücken? Oh mein Gott, Bruder, ja. Benz. Er hat direkt Eier geworfen. Benz. Asuna. Ich entscheide mich für Kenan. Ich entscheide mich für Akawi. Oh mein Gott.
Ich liebe diesen Moment festzuhalten, kurz Rallys. Guck mal, wie er da steht, Cousin. Alle, Bruder. Mindestens jetzt hat sie Glauben an sich selber verloren. Warum macht der das? Warum? Der bleibt einfach stehen, der Arme, Digga. Du kannst einfach diese Melodie abspielen, Digga. Mit Hintergrund noch. Und nur dranzoomen. Langsam, langsam ranzoomen. Der Arme, Digga. Ehrlich. Ich würde keine Hand geben, wenn ich du wäre, Bruder. Der hat dich nicht mal gewählt, Cousin. Ich entscheide mich für Yassin und ich habe mich für Yassin entschieden. Wallah. Team Bayor und Team Shabab, das sind die zwei Teams. Dann kommen wir jetzt direkt zur nächsten Challenge. In der nächsten Challenge wird... 5 Stunden Vorbereitung direkt im Pool gehen. Bruder, beste Leben. Aber ich denke, die haben die Songs ja eh schon vorbereitet, also auf den. War ja dumm, wenn man unvorbereitet hingeht, weißt du? Hallo Leute, motiviert sein, Selbstbewusstsein, aber nicht zu selbstsicher. Sonst landet ihr gestern wie ich, aber... Wenn dein Song auf jeden Fall gemacht wird, weil der Song ist Icons-tauglich und aufgrund der Zeit sein Facettenfunding. Wallah, Azu hat gerade einen Song gemacht. Vorbei. Wir lassen die Songs sprechen. Leute, Alter, der Kapitän war. Ja, hey, Jungs, der Kapitän ist. Sorry, Das Ding ist, Bruder, du erhebst deine Stimme nicht mehr. Das ist das Problem bei dir. Ja, Bruder, bei den letzten Jahren. Der soll mal Kamera auf Akaui und auf Yassin machen, Digga. Ruhig geworden, Bruder. Ich bin ehrlich, das hat mies Potenzial. Rasch an deinem Part ist auch behindert. Mit dem Rapper. Du bist unter mir wie Nenner. Ah, ah. Von dem beiden ist geil. Der geht in eine Richtung. In die ähnliche Richtung vom Viper geht auch die Skizze vom Benz. Ich will auf den Treffer! Ich bin gefahren im Kachi. Mit der Skizze, dass ihr zwei auf diesen Beat kommt, ob ihr das ändert. Ihr könnt das ja ändern, wie ihr wollt. Ihr könnt ja den Song machen, weil ihr passt halt. Das ist so. Und ja, ich würde sagen, weil wir dann zwei melodische... Ich sage das gerade von Herzen, Bruder. Voilà. Mir ist egal, dieser Contest oder irgendwas. Also mir ist natürlich der Contest nicht egal. Das ist Akaui, der Arme, ja? Aber Jani, ich mache jetzt nicht so einen Contest und ich bin hier und ich rede so zu euch. Leute, einer ist ober irgendwen oder unter ihm. Auf keinen Fall, Bruder. Das gibt's auf gar keinen Fall. Soll ich auch noch sagen? Ich nehme auch keinen Honig für die Frauen, sondern ich nehme auch Honig für meine Stimme. Ich bin Badawi, hä? Bruder, das wird krachen, Dreddys. Ich riech schon diesen Stress in der Luft. Ich riech ihn schon. 17 Kandidaten in Spanien, Bruder. Ich rieche den Stress, Dreddys. Darüber morgen muss ich hier nicht abgeschlossen sehen. Wenn man zu verdienen geht, dann bleibt er. Komm, komm, ich fliege über. Okay, dann habe ich eine Idee. Weißt du was? Damit ich dich aufmunter, du wirst eine Sache machen, die keiner gemacht hat. I can fight, baby. Ich glaub, es ist geil, wenn man hookst dich einfach auf die Pause. Und bleibt noch drauf. Andere Beats? Andere Beats? Nein, ich hab nur den, Bruder. So diese Richtung meine ich aber. Diese Richtung? Wenn wir gewinnen, haben wir nichts zu tun. Dann schreiben wir einen Namen auf und die Person kommt dann nach vorne und die muss dann einen aussuchen gegen den, die wieder battlen. Die machen 1 gegen 1 und Verlierer fliegt raus. Aber von diesen Gruppe? Aber höchstwahrscheinlich machen wir ein Duo, dann ein Dreier-Song. Und dann nochmal ein Dreier-Song, das heißt 3-3-2. Genau. Wenn das eine Team ist, sind wir raus vom Voting, hat er gesagt. Dann kann der nur noch einen von seinem Team wählen. Also, wir können sagen, wir machen ein Du. Kriegsgebiet, Skepcha hat schon die Villa verlassen. Dann macht ihr eine Zeit Skepcha. Das ist doch nicht. Dann kommt ihr zu mir. So nicht, weil ich jetzt der Baba bin. Aber dann kommt ihr zu mir, dann klären wir nochmal. Doch, wollen wir uns alle zusammen. Warum hast du mir so? Was? Der hat mich nicht einfach so zum Kapitän gemacht. Also, gib mir den Stuhl sofort. Interessanter Einschnitt. Krasse Drohnenaufnahmen, ja? Wir begrüßen euch alle ganz herzlich zu eurer ersten offiziellen Challenge hier bei Icon 5. Zunächst würden wir beide Teamkapitäne, Shabab und auch Bayor, nach vorne bitten. Okay, ich bin gespannt. Zunächst mal an Shabab die Frage, wie hast du die Teamarbeit empfunden in eurer Gruppe? Auf jeden Fall, wir sind sehr gut klargekommen. Jeder ist Shisha geraucht, zufrieden, Pool gewesen, was er gemacht hat. Und ja, Mann. Als nächstes die gleiche Frage an Bayor. Wie hast du die Gruppenarbeit in der Gruppe empfunden oder die Teamarbeit?
Ich sag euch ehrlich, wir hatten gar keine Probleme von Anfang an. Wir haben unsere Gruppen auch schnell gefunden, weil wir uns ja auch alle schon sehr gut kennen. Und da wir auch nur sehr talentierte Jungs dabei hatten, war das kein Problem. Okay, welche Künstler möchtet ihr beiden als Teamleader jeweils nach vorne schicken als erstes? Ich schick Rasha, Sakko und Akawi. Okay. Ich würde sagen, die Schwächsten aus der Gruppe. Gruppe Rasha, Akawi, Sekko. Ihr seid die erste Gruppe, die heute die Challenge eröffnet. Obwohl, Sakka ist krass, Digga. Wer hat bei euch die Richtung vorgegeben? Das würde mich mal vorab interessieren. Wir alle. Alle. Eine unerwartete Kombination. Ich hoffe, es wird eine geile Kombi. Gib Gas und viel Spaß. Dankeschön. Jetzt! Dankeschön. Okay, gespannt, auf geht's. Akawi, Erra, Essa, Sekko. Masafaka. Gib noch ein Liter. Ich weiß, du bist nicht da. Füll noch ein Glas und lass die Zeit vergehen, die wir mal teilen. Auf der Suche nach mir selbst. Find ich raus, du bist doch nur da. Mir zu schaden, doch jetzt merk ich es. Trenn mich von dir, will dich nicht. Mods, Abstimmung, ich muss euch da mit einbeziehen. Dreddies, ich muss euch da ehrlich mit einbeziehen. Alles verloren, in der kalten Stadt. Komm nicht doch mal vor, du so viel mich hast. Hab mich selbst verloren, in der kalten Stadt. Komm nicht noch mal vor, du so viel mich ab. Immer wenn du schreibst, was ich dir fehle, weil ich alles nicht echt. Du liegst allein in deinem Bett. Mit dir versinke ich nur noch ein Problem. Denn du hältst mich fest, nur wenn ich sag, ich bin weg. Oh, wieder bricht dein Herz. Oh, als wär's keinem Berg. Die Lage war fatal, ich dachte aus Knospe wird Blüte, es kam nichts. Farben und Mund, sie verblassen. Trostlosigkeit, viele Jungs sind verkabelt. Ey, wer von uns ist frei von Gesetzen? Strafenzieherplan, wieder einmal alles gut durchdacht. Habe keine Zeit zu verschwenden. Glaub mir, alles Gute kommt von oben, das ist mein Kompass. Hey, ja. Immer mehr Hass in der Luft, deshalb will ich keinen Kontakt mehr. Ein Auf und Ab hier im Nirgendwo. Ey. Und mich ist verloren in der kalten Stadt. Komm nicht nochmal vor, drückst du für mich ab. Hab mich selbst verloren in der kalten Stadt. Komm nicht noch mal vor, drückst du für mich ab. Immer wenn du schreibst, dass ich dir fehle, weil ich alles nicht echt. Du liegst allein in deinem Bett. Mit dir versinke ich nur noch im Problem. Denn du hast mich fest, nur wenn ich sag, ich bin weg. Oh. Also Bruder, ich sag ehrlich, ich hab so eine durchschnittliche Meinung von dem Song, ehrlich. Für mich war auch der beste Akawi, weil die Hook hat so am meisten herausgestochen. Natürlich, er ist Sänger, Bruder, das ist sein Spezialgebiet. Aber der Song war jetzt nicht gerade krass, Digga. Der war okay so, Bruder, der war okay. Oh, 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 wieder bricht dein Herz. Oh, 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 als jetzt keinem Berg. Also mehr als okay, weiß ich nicht, Bruder. Ich hab auch Sakko auf dieser Autotune gar nicht gefühlt, Bruder. Gar nicht, Bruder. Seid ihr zufrieden mit eurem Auftritt? Ja, mehr als zufrieden. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Atmosphäre, die ihr geschaffen habt, dieses Emotionale finde ich sehr gut. Die Thematik, die ihr ausgewählt habt, vor allem auch Rasha, die einzelnen Elemente, die sehr gut ausgenutzt, diese Pausen. Auch eine sehr schöne Hook von Akawi, finde ich. Auf jeden Fall sehr stark. Sekko auch gut eingestiegen. Also für mich war es im Gesamtpaket ein guter Auftritt, den ihr geleistet habt zusammen. Vor allem die einzelnen Passagen, dieses Oh, auch schön. Dankeschön. Ich kann mich der Meinung von meinem Partner Sandro anschließen. Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist, während Rasha dran war, haben Akawi und Sekko jetzt nicht so viel Energie dazu gebracht wie ein Rasha. Daran müsst ihr nächstes Mal arbeiten. Weil zwischenzeitlich hat Sekko auf sein Handy geguckt. Akawi, du standest einfach daneben. Daran vielleicht ein bisschen arbeiten, damit die Performance an sich als Gruppe besser wirkt.
Das ist das Einzige, ansonsten musikalisch wart ihr alle top. Walla, meine Beine waren Wackelpudding, ich musste gucken, dass ich runterfalle. Walla, Bruder, ich schwitze überall, Walla, Bruder. Mario, welche Künstler möchtest du als nächstes? Okay, erste Gruppe. Ich würde vor... Ich würde nicht sagen, war gut, Bruder. Ich würde sagen, war okay. Nur noch einmal sagen, sehr krasse Leistung von den Jungs gerade. Es war ein sehr, sehr, sehr starker Song. Ich glaube, wir können aber auch gut nachlegen. Und ich würde Infinite, Kali und Kenan aus meinem Team vorschicken. Schreibt mal in den Chat, 1 bis 10, wie gut fandet ihr den Song gerade? Ich gehe mit euch. Ich gebe auch 5. Kommt jetzt. Interessante Gruppe. Infinite und Kenan, eine sehr, sehr unerwartete, aber sehr, sehr interessante Kombination. Interessant. Ich freue mich, euch gleich zu hören. Infinite, eine Frage an dich. Du hast das türkische Trikot heute an. Bestechung. Welche türkische Mannschaft ist denn deine Lieblingsmannschaft? Fenerbahçe. Nein. Ihr habt's alle gehört. Abbruch. Ihr ja, habt's alle gehört. Oder Film, ich hab dieses kann Trikot mit Fabian. Cut! Wann hört es auf? Wann hört es auf? Wann hört es auf? Kali! Okay. Dreckige Tage, ja, lass mich dir erzählen, Bro. Leg es auf die Waage, keine Frage, es wird ehrenlos. Doch mittlerweile halte ich auch mal meine Füße still, weil ich jetzt eine Türe find, dass keine weitere Träne tropft. Ich bleib ein Blacker Boy und hab die Taschen voll. Ich tu, was ich will und niemals das, was ich hier machen soll. Weil sie mich fassen wollen, jumpe ich vom Balkon und laufe mein PN-Scheller als Läufer beim Marathon. Baby, sag, du weißt, dass ich der Täter war, bin immer unbewehrt. Deswegen treffen wir uns hin, danach sind immer unter Stress, weil unser Flex macht, dass dein Kiefer gleich abscheine auf meinem Weg und... Ich höre Stimmen in der Mining Car. Wir sind immer unter Stress, weil unser Flex macht, dass dein Kiefer gleich abscheine auf meinem Weg und. Ich höre Stimmen in der Mining Car. Ja, der durfte Straße verlockt. Mama verzeiht. Sag, wann hört es auf? Ich höre Stimmen in der Mining Car. Ja, der durfte Straße verlockt. Oma Jolie, bin schon wieder die Tat. Walla, er hat sich gerettet, Reddys. Ich sag euch ehrlich, oh mein Gott, Digga. Er hat sich gerettet, Oma Jolie. Was war das denn, Bruder? Ich schwör auf meine Mutter. Kennt ihr diese Halbschlaf? Ihr bewegt euch im Bett, ihr flüstert irgendwas. Kennt ihr das? Ich schwör, genau so. Ich hör Stimmen in der Mining Car. Ja, der durfte Straße verlockt. Mama, verzeih. Sag, wann hört es auf? Ich hör Stimmen in der Mining Car. Ja, der durfte Straße verlockt. Oma Jolie. Bin schon wieder die Tat nach Waffen in der Drauf. Das an ist. Jetzt wieder in das andere Mikrofon. Also ich muss sagen, Kali, du weißt, ich halte echt viel von dir, vor allem in dieser Staffel habe ich dir sehr oft Props gegeben. Ich muss sagen, der Joke jetzt, sehr schade, hat mich echt enttäuscht, muss ich sagen. Kenan, bei dir ebenfalls. Infinite, bei dir muss ich sagen, du hast es sehr geil geflowt, deine Lines waren Baba. Finde ich auch, Digga. Infinites Part war krank, Digga, ehrlich. Das war ehrlich krank, Cousin, ja. Infinite, diese Ding. Er war schon krank, Digga, ja. Das war echt heftig. Gerade mit Sonne und so, das war schon krank. Er hat ab und zu mal so geblinzelt, aber der war schon 12 von 10. Und ich fand dich wirklich ganz klar am besten. Dankeschön. Hat er jetzt ernst gesagt, der war am besten? Guck mal bitte, wieder guck. Dankeschön. Ja. Was sagst du? Okay, ja. Vielen Dank. Guck mal, wir haben seinen Part nicht gehört. Danke auch. Dankeschön. Ah, süß. Vielleicht kommt der Part noch. Shabab, Bayor? Nee, leider nicht. Ihr habt jetzt beide eure erste Gruppe antreten lassen und wir als Jury
wollen euch das Zwischenergebnis mitteilen. Und der erste Punkt geht an das Team von Shabab. Ja, ja. Gerne. Geh ich mit. Nein, der klatsch, Mann. Ja. Hey, also Bruder, der erste Song war so geht von Shababs Truppe, aber der von Kadi und Ding und das war, Bruder, absolute Blamage. Darfst du nicht machen in der Top, in der Villa, darfst du nicht machen. Das geht nicht, absolut geht nicht. Ganz klar, an die ersten, an die Ding, erste Punkt, ist in Ordnung. Major, umso wichtiger ist es jetzt, besser nachzulegen. Und deswegen kannst du jetzt das Team... Weil die ersten beiden Songs, der eine hat Schweigeminute gemacht, Bruder. Der andere hat... Und das ist ein bisschen Ding, Bruder, ehrlich. Die Schweigeminute war das Beste an dem Song. Wirklich. Dankeschön. Dankeschön. Danke für die Follows, Chat. Follow kostet nichts. Follow kommt rein. Paro. Paro. Ich komm im Winter weißen Hemd und die Sonne drückt die Wolken weg. Auf der Autobahn drück und ich roll im Benz über den geraden Asphalt. Merk dir eins, mein Name ist Skandal. Sie ruft mich an schon das achte Mal. Ich zeig ihr kein Gesicht, weil ich Maske trag. Und du brauchst mir nicht schreiben. Mir ist egal, was du sagst. Sie fuckt sich ab, weil ich im Club nicht in der Playlist bin. Ist doch klar, ich bin zu asozial für Partyleader. Sie fragt, ob ich sie abhol. Und ruft mich wieder an nach ein, zwei Bacardi-Gläsern. In meinem Kopf sind ganz andere Sachen. Mein Tag voller Stress und die Hand an der Waffe. Ich weiß nicht, wann ich nach Hause komm. Ich bin fast an meinem Ziel, aber ich lauf davon. Ihre Liebe war nie echt. Sie wollte euch von der Mess. Sie wollte dabei sein in meiner Prime. Doch ich frag mich wie soll ich raus aus dem Block, Babay? Rapapaparapa, sie will nach Malaga. Oh, mon chéri, ma vie, komm, Malaga. Oh, mon chéri. Wie geht der Dance mal auf? Warte mal, ich muss mal auch. Sie will nach Malaga. Oh, mon chéri. Ma vie, komm, ich zeig dir die Welt, oh mon chéri. Sag mir, was dich noch hält, am Block, bei mir. Rapapapaparapa, sie will nach Malaga. Oh mon chéri, ma vie, komm, ich zeig dir die Welt, oh mon chéri. Sag mir, was dich noch hält, am Block. Okay. Erster Part von Skandal, ich halte viel von ihm, ehrlich. Erster Part war nicht tight so, ja, war glaube ich, der Beat war ein bisschen zu langsam für ihn. Barré, super Hook. Ich denke, Barré, ja, der hat ehrlich Potenzial, Dreddys. Wirklich, ich denke, er hat Potenzial. Gute Hook, geile Stimme, gutes Feeling. Also bis jetzt ist der Song jetzt nicht krass. Aber durch die Hook ist er auf jeden Fall gut. So, bis durch die Hook ist er auf jeden Fall gut. Nach Malaga, sie weiß, dass ich da Leute kenn. Sie fühlt sich wohl, wenn sie da ist mit ihren Freundinnen. Ich bin in derselben Stadt, bleib anonym, weil ich Krieg mit den Gesetzen hab. Ich bin wach schon seit letzter Nacht. Meine Augen werden müde, wenn es spät wird. Das sind Filme, die sie gar nicht kennt. Das sind Filme meiner Gegend. Der Wind war lange nicht mehr da, weil das Leben hier zu heiß ist. Bin seit Tagen unterwegs, aber ich bleib nicht. Wir stehen wieder an demselben Punkt, aber die Zeit nicht. Du willst mit mir lachen, doch ich kenn meinen Weg. Du bist wie mein Schatten, wenn es dunkel wird, lässt du mich stehen. Ihre Liebe war nie echt, sie wollte euch von der Mess. Sie wollte dabei sein. Nee, Bruder, der Song gefällt mir auch nicht so. Muss ich ehrlich sagen, Dreddys. Ich hab mir das bisschen so, weil Barrés Hook hat schon gefallen so, aber die Parts fand ich leider nicht gut, Bruder. Meiner Prime Time, doch ich frag mich wie soll ich raus aus dem Block, Babay? Rapapaparapa, sie will nach Malaga. Oh, mon chéri, ma vie, komm, ich zeig dir die Welt, oh mon chéri.
dich noch hält am Block bei mir. Das ist eine geile Hook, Dreddy, ist ehrlich. Ich hätte einen anderen Beat benutzt, dann das ist eine, die knallt rein, Bruder, ehrlich. Die ist gut, die Hook. Nach Malaga, oh, mon chérie, ma vie. Komm, ich zeig dir die Welt, oh, mon chérie. Sag mir, was dich noch hält am Block bei mir. Okay. Ja, ist nur meine Meinung, muss ich dazu sagen, Dreddys. Ich fand, die Hook hat den Song getragen, Bruder. Ansonsten, der Song war für mich auch ein 5 von 10, Bruder. Die Hook war aber eine 8. Wenn nicht sogar auf einen anderen Beat, könnte die Hook eine 9 oder eine 10 sein sogar, ja. Das ist meine ehrliche Meinung, mehr kann ich nicht sagen, Dreddys. Vielen Dank für euren Auftritt. Dankeschön. Ich find's immer wieder interessant bei Icon zu sehen, wie die Künstler sich im Verlauf des Turniers entwickeln, beziehungsweise zu sehen, ob eine Entwicklung stattfindet. Bin gespannt aufs Gegner. Für dich, Buddy, ich muss sagen, du, das wow, Hammer Hook. Ich finde sogar einer der besten Hooks bisher gebracht hast, sehr stark. Dankeschön. Skandal, zu dir muss ich sagen, du hast dich auch gut angepasst. Ich fand's ganz gut, auf jeden Fall, geil. Achso, ja, krass. Achso, danke. Ade, den Vibe, den du getroffen hast mit der Rock, muss sein, passt genau zu diesem Thema, zu dieser Atmosphäre. Also die Rock war wirklich. Ich fand Skandal, Bruder, auch wenn ich mit ihm mittlerweile so sympathiere, Digga. Ich fand, sein Part war sogar Richtung, also von 1 bis 10, ich würde seinem Part eine 3 geben. Die letzte Line im zweiten Part war gut. Aber ansonsten hat mir das nicht gefallen, Bruder, um ehrlich zu sein, Bruder. Wirklich sehr stark. Dann schließe ich mich auf jeden Fall einer der stärksten Rock, die ich von dir gehört habe. Skandal, dein Part auch sehr anpassungsfähig. Ich hätte nur eine Frage, ballerst du dich? Gab es da Problematik noch, so ein Beat zu rappen? Weil war es sehr viele Lücken gelassen oder war das eher ein Stil mit? Ich muss zugeben, ich habe ja sowas noch nie in meinem Leben gemacht, so weibige Sachen. Und der Buddy meinte zu mir, komm mal einmal hier hin, lass mal gemeinsam was machen. Und er meinte halt, bei so einem weibigen Film braucht man halt viele Lückenpassagen, damit man das auch richtig fühlen kann. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir es. Aber klar war es für mich auf jeden Fall nicht einfach. Hat man gemerkt. Das war auch das erste Mal in meinem Leben. Ich habe mir gedacht, gemerkt, alles oder nicht. Entweder verkacke ich heute. Hat so jetzt gepasst, ja. Oder ich schaffe es. Dennoch muss ich sagen, der Song an sich war maximal krass. Dankeschön. Ihr habt es beide sehr gut gemeistert. Und ich bin gespannt, ob die nächste Gruppe überhaupt mit diesem Song mithalten kann. Danke Dankeschön, für euren Auftritt. Ich liebe dich. Okay. Ich dich auch. Okay, schau mal, welche Gruppe möchtest du jetzt antreten lassen gegen deinen Gegner? Ich schicke Biggie, Vito und Hasuna. Okay, ich bin gespannt, Chat. Walla, ich bin ehrlich. Ich sag wirklich ehrlich. Ehrlich. Auf geht's. Es muss eine gute Truppe sein. Es muss. Muss ein guter Song sein. Im Team? Bro, wir kennen uns schon lange, deswegen die Gruppenarbeit lief reibungslos. Halbe Team Vermehler, würde ich sagen. Kann man so sagen, ja. 3 von 5, ja. Ja, 3 von 5. Seid ihr ready? Ready, Bruder. Mach. Wir dürfen nicht reinscheißen, Digga. De La Rue Kid, dankeschön für Stufe 1 zum ersten, mein wunderschöner Bruder. Dankeschön. Weil du mir fehlst, ständig unterwegs, volles Portemonnaie. Sitze hinten im Maybach, ich mach's mir bequem. Armes kaufe ich dir nie wieder. Zwischen uns ist Krieg, ja, Habiba. Ja, du wolltest nie einen Dealer. Heute schreibe ich jetzt in den Beamer. Dalle, so einfach, dalle. Aber ist okay. Wenn ich komm, rennst du weg wie alle. Dalle, don dalle. Noch ein Spruch und du siehst, wie ich knalle. Oganova, was für Razzia. Meine Frau ist noch schlimmer als die Mafia. Jedes Mal, wenn die Sonne wieder untergeht, flüstert sie in mein Ohr, du bist bad away.
Also bis jetzt schon viel besser als der erste Song, ehrlich. Muss ich ehrlich sagen, Dreddies. Es war ziemlich einfach in der Lyrik, Bruder, aber es war trotzdem in Ordnung. Ja, Madame lebt in mein Ghetto. In mein Ghetto. Komm, wie geht's noch einmal hoch? Du bist mein Licht im Brennpunkt. Jetzt noch einmal hoch, Cousin. Sie ist loco, denn sie weiß, was sie will. Sie will ein Bandit, ja, sie will mein Coco. Oh, loco. Sie bleibt meine To-To-To-To-To. Meine To-To-To-To-To. Sie bleibt meine To-To. Meine To-To. Ich bin gefangen in den Nightlife. Sie will ne Kippe nach der Session und ein Weißwein. Sie war schon da vor meiner Primetime. Doch Shorty macht sich so viel Kopf, weil sie nicht weiß, ob sie bald immer noch ein Teil bleibt. Vermisst die Schmetterlinge in meinem Bauch. Glaube, hab verlernt zu lieben, sagt sich keine von den Trau. Versprochen halten zueinander, bis die Haare grau sind. Heute frag mich, ob du's auch willst. Ich bin tagelang schon wach und du fragst, was ich heute Abend so mach. Du kriegst keine Antwort. Energie fehlt, Bruder, Energie fehlt. Baby, du schreibst, du findest keinen Schlaf. Komm bitte zurück. Das kommt mir bekannt vor. Frag, wo wir ankommen. Energie fehlt, Bruder. Ja, Madame lebt in mein Ghetto. In mein Ghetto. Doch du, du bist mein Licht im Brennpunkt. In mein Brennpunkt. Sie ist loco, denn sie weiß, was sie will. Sie will ein Bandit, ja, sie will mein Coco. Meine Toto, meine Toto, ja, in der Hook hätten die Jungs auch noch ein paar Einflüsse reinbringen können, aber all in all hat mich der Song besser, ist der besser gekommen als der davor, Cousin. Hey, wow, Jungs. Aber war auch noch, also für mich, Bruder, würde ich nicht als Hit bezeichnen, um ehrlich zu sein, Bruder. Noch nicht, Bruder, weil ich weiß, dass ein Biggie viel mehr kann. Und wenn man jetzt einfach die Dinge nimmt, dass man sagt, hey, 5 Stunden, dafür ist es krass. Ehrlich, dafür ist es sehr krass, weil Biggie, seine Stimme ist einzigartig. Aber Toto und Coco und Popo und so, das kann ein Biggie auch krasser. Ein Vibe zu 100% gecatcht. Ihr wart sogar so gut, dass ihr ein Vito vor laufender Kamera zum Tanzen gebracht. Und hat ein bisschen Gefühl, Power gefehlt. Vito, du, aber war gut, war gut, Bruder. War gut. War super, ey. War gut. Der Auftritt war richtig gut. Jeder einzelne von euch, danke für diesen Auftritt. Dankeschön, Leute. Wie ich muss sagen, deine war gut. Stimme in der Hook. 1 bis 10, was gibt dir diesem Song? Unglaublich geil, sehr, sehr stark. Bleibt auch im Ohr, hat auf jeden Fall Ohrenpotenzial. Geile Beat-Auswahl, muss man sagen, ja, Jungs. Hat sehr gut gefallen. Asuna, deine Performance. Walla, wir sind gleich, Chat, ehrlich. Wir denken genau, ich schwör auf meine Mutter, meinem Kopf war 7. Solide 7, Bruder. Guter Song, Bruder. Ab und zu hat bisschen Power gefehlt, so. Biggie, schöne Stimme. Hasunas Lyrik war dagegen bisschen schwach, so an manchen. Hätte auch bisschen besser reimen können. Es waren so diese Standardreime, Lieder auf Beamer und so weiter. Aber ansonsten ist ein guter Song, runder Song gewesen. Ich gehe so auf eine 7, ja. Sehr energiereich. An manchen Stellen bei diesem Song ein bisschen zu viel Energie, muss man sagen. Aber du hast dich dann irgendwann auch gefangen. An manchen Stellen bei diesem Song ein bisschen zu viel Energie, muss man sagen. Aber du hast dich dann irgendwann auch gefangen. Du hast es, glaube ich, gemerkt. Vito, bei dir wünsche ich mir, dass du dich noch mehr öffnest. Ja, es kommt langsam, ich merke das. Aber mehr davon auf jeden Fall. Komm aus dir raus. Danke, Leute. Vor allem, was Gesang angeht, Vito, da kannst du dich noch ein bisschen mehr gehen lassen. Ich finde, da hältst du dich auch ein bisschen zurück. Achso, bei dir fand ich das Dale, diese Wörter sehr schön, die passen genau in diese Art von Beat. Dankeschön. Vielen Dank. Öffne dich, Cousin. Mach den Omar Masari, Cousin. Ich hoffe, meine Mutter, egal wo ich bin, TikTok, egal wo ich bin, ich sehe überall Omar Masari. Kann mir einer erklären, wer das ist, Cousin? Irgendeiner schreibt, Bruder, der hat 7 vs. Wild alleine gewonnen und so. Der hat gegen Löwen gekämpft. Der war der Typ, der mit Chuck Norris ein Ding war. Wer ist das Ding? Omar Masari, Adraris. Auch jetzt werden wir euch nach dem Auftritt eurer zweiten Gruppen das Zwischenergebnis mitteilen. Die Jury hat sich entschieden, den nächsten Punkt an die Gruppe zu vergeben.
von Shabab. 2-0, ja, hätte ich auch so gemacht. Fairerweise. Damit haben wir ein 2-0. Allerdings habt ihr natürlich. Boah, Bayos, mies abgefuckt. Punkt zu holen, Bayo. Shabab, da ihr jetzt auch den zweiten Punkt geholt habt, wird hat schon gewonnen. Die Gruppe von Bayor als nächstes auftreten und dann eure letzte Gruppe. Danke euch. Perfekt. Sehr gut. Hallo, mein Bruder. Viel Erfolg. Guck gleich an zu, ich bin gespannt, Let's ehrlich. Go, Bayo, Yassin, wie kamt ihr miteinander zurecht? Super. Beiden so, weißt du? Ja, Mann. Bensko, für dich auch wieder schwer mit Krücken, aber ich hoffe trotzdem. Ach, Bruder, stimmt. Oh, Bazarhandel. Tim Bensko hält nichts auf. Walla, danke schön, mein Bruder. Ich bin noch geschwommen hier, ja, Bruder, so. Dann würde ich sagen, let's go. Bensko, Yassin, Bayo. Okay, komm, wir viben mit, Reddy, okay? Bazarhandel, danke schön, Cousin. So. Baby, sag, soll nicht sein, du rufst mich an bei jedem kleinen Streit. Bin immer da für dich, bei Nacht siehst du das nicht. Let me see some, hol dich in ein Kupo. Ich kopier nur Ding, Emre seine Bewegung. Dein G-Part, glaub, hier ist am Zittern, guck der Pussy bei dir schief an. Frag mich jeden Tag, ob ich das hier verdient hab. Sag, wo soll ich hin? Du weißt, ich bin draußen, oft bei Moonlight. Wenn du gehst, wie du lebst, alles mach du, ey. Noch ein Bisu, ey. Leben wie im Movie. Ist das ein Fluch? Benebelt vom Saruk, ey. Große Worte, doch sie wagen's nicht. Willst von vorn, sag, was die Strafe ist. Viel zu lang such ich das Tageslicht. Mann, viel zu lang. Bella, Bella, von vorn an. Bella, Bella, weil wir verloren haben. Bella, Bella, ich hab mein Wort und ich fliege hoch, ja. Walla, dass ich das sage, ich glaub's nicht! Bensko und Yassin mit dem besten Part heute von deren Truppe, Digga, ehrlich. Digga! Sie haben sogar gut harmoniert! Mann, viel zu lang! Bella, Bella, von vorn an! Bella, Bella, weil wir verloren haben! Bella, Bella, ich hab mein Wort und ich fliege hoch, ja, ich flieg zum Mond! Bella, Bella, von vorn an! Bella, Bella, weil wir verloren haben! Bella, Bella, ich hab mein Wort und ich fliege hoch, ja, ich flieg zum Mond! Ich lass die City nicht mehr schlafen, wenn du weinst, weil ich weit weg bin. Raus aus meiner Hut, aber die Hut in mir, sie steckt drin. Dunkle Tage voller Action, doch ich lass die Scheiße hinter mir, so wie ein Backprint. Merk dir, wenn die Sonne wach wird, bin ich down mit dir. Wenn die Sonne wach wird, bin ich down mit dir. Dir schenk ich mein Leben, Baby, du bist mein Hayate. Ich schalte in den sechsten Gang, wir beide spüren den Fahrtwind. Die Glut in meinem Atem, meine Zuflucht unterm Wahnsinn. Doch du bist sicher, wenn ich da bin. Was? Bensko kann Doppelreime am Ende siegen. Dir schenk ich mein Leben, Baby, du bist mein Hayate. Ich schalte in den sechsten Gang, wir beide spüren den Fahrtwind. Die Glut in meinem Atem, meine Zuflucht unterm Wahnsinn. Doch du bist sicher, wenn ich da bin. Wir sind frei, Brüder kommen frisch aus der Teller. Haben nur Gift in den Netten, es hat ein bitteres Ende. Nur wir zwei, Brüder kommen. Atem, meine Zuflucht unter komm, der Flut! Doch du bist sicher, wenn ich da bin. Wir sind frei, Brüder kommen frisch aus der Teller. Haben nur Gift in den Netten, es hat ein bitteres Ende. Nur wir zwei, wollten immer da sein. Doch es hat nie funktioniert. Große Worte, doch sie wagen's nicht. Willst von vorn, sag, was die Strafe ist. Krank. Viel zu lang such ich das Tageslicht. Mann, viel zu lang. Bella, Bella, von vorn an. Bella, boah, Bella, Digga, weil wir verloren haben. Bella, Bella, ich halt mein Wort und ich fliege hoch. Ja, ich flieg zum Mond. Bella, Bella, von vorn an. Bella, Bella, weil wir verloren haben. Bella, Bella, ich halt mein Wort und ich fliege hoch. Ja, ich fliege. Was?
Hammer, Digga, ehrlich. Oder man muss auch Props aussprechen, weil man hat den auch ein bisschen gemobbt, Bruder, weißt du? Die haben den als letztes gewählt heute, den Yasin. Und Bensko war auch so der dritte oder vierte, der gewählt worden ist. Für mich, Bruder, in Bayos Truppe heute definitiv der beste Song. Allgemein, heute, wir reden von heute, der beste Song. Der beste Song heute. Und ich fand sogar Bensko und Yasin am besten. Ich fand ihn sogar ein Stück besser als Adaver. Haben gut gevibed miteinander. Ich würde dem Song eine 8,5 geben, Bruder. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ehrlich, das ist sehr, sehr, sehr gut. Richtig geile Hook-Melodie, Bruder. Die Hook-Melodie würde ich sogar eine 10 geben, Bruder. Das war ehrlich, nur die Mello, das war, die bleibt im Ohr, Dreddy. Das hat richtige Hit-Potenzial, Digga, ehrlich. Also, ich finde, die beiden waren gut. Er war auch gut, aber die beiden haben mich einfach überrascht, Dreddy, ehrlich. Man muss auch mal Props aussprechen. Und Bensko war fresh, Bruder, und Yasin war fresh, Bruder, ehrlich. Let's go. Meint ihr, die haben ja Bensko operiert. Meint ihr, die haben den so Reim-Ding, dass er Reim... Nein, okay, sei mit chill. Bensko war fresh, muss man ehrlich sagen, das ist ehrlich. Aber er war echt gut. Bensko, für dich auch eine ganz neue Schiene, die du gefahren bist. Hast dich sehr gut angepasst. Hatte der Tumor? Nein, übertreib nicht, Dreddys. Das mit sowas macht man keinen Spaß. Hatte der ehrlich Tumor? Nein, oder? Ehrlich? Walla, der arme Digga. Ich sag nie wieder was Schlimmes gegen Bensko, Digga. Nein, Bruder. Hirntumor? Ich habe ihn nur gepusht heute. Aber die anderen Songs habe ich nicht so gefühlt von ihm. Ehrlich jetzt? Walla, der ist krass. Walla, umso krasser, Bruder. Nach dieser Operation kommt er mit so einem Song. Ich schwöre auf alles Herzen einmal für den Bra. Walla, gute Besserung, ehrlich. Ich nicht mit gerechnet. Ich hab das nicht gewusst. Ich hab ehrlich nicht gewusst. Wirklich nicht, Bruder. Für so Leute, ich hab immer so, ich will jetzt nicht sagen Mitleid, aber Empathie, Digga. Ehrlich, Bruder. Bei Gott, Bruder. Das ist krass, weil überlegt mal. Ich hab gedacht, der ist 2 Meter, Bruder, der hat sich irgendein Knie verrenkt oder so. Aber mit Gehirntumor da hinzufahren, Leistung abzubringen und so, Walla Billa, das ist krass. Da gibt's Liebe für, Digga. Ich küsse eure Herzen. Ich würde gerne mal wissen, wer hat Stil vorgegeben? Boah. Also ich sag euch so, wir haben wir haben versucht, dass wir ein Beat finden, wo wirklich alle drauf kommen. Da waren am besten die heute. Grundidee kam von Yasin. Walla, ich wollte eigentlich mal was ausprobieren, so, weil ich glaube, eigentlich hat man hier bei Eike nur harte Sachen von mir gehört. Und der Bayo weiß auch, dass ich auch eigentlich einen anderen Sound mache. Und der macht ja auch. Ist besser, Bensko. Guck mal, nimm mal sogar Tipp von mir, bitte. Bitte, ganz kurz, Bruder. Mach sowas. Schwurf, meine Mutter, sie steht hier. Lass diese Drip, Drip, Shake, Booty, Booty, Shake. Zeig mir deinen Ops, Booty, Shake. Lass das, Bruder. Booty, Shake, Booty. Bitte, Bruder, das ich schwurf, alles ist Wababa, Bruder. Das ist ein Song, der kann in Playlist laufen, Bruder, ehrlich. Der kommt gut an, ich hab ihn gefeiert, Bruder. Obwohl ich eigentlich, sag ehrlich, bin ich der größte Fan von deiner Musik einfach. Aber der Song war gut. Der war krass, Bruder. Anderen Sound, das hat sich einfach ergänzt dann so, ne? Ops heißt Feinde, gell? Nicht Titten, gell? Ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine gute Gruppenleistung. Und Opinions, Walla, Opinions, Walla, ja. Alle Baba, sehr starke Rucks auf jeden Fall. Dankeschön. Alles nur passiert, weil wir alle Hunger hatten. Ja. Was ist sonst, Junge? Du hast Opinions geschrieben, Junge. Ich fand auf jeden Fall auch eure Performance ist sehr, sehr gut. Obwohl der Bensko auf Krücken ist, habt ihr das wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Danke für den Auftritt. Heißt nicht Opinion? Nee, das ist Meinung. Bella, Meinung heißt Bella. Opinion. Walla Yasin war krass. Walla Yasin war krass. Du wurdest geeiert, Cousin. Du warst der Letzte, der dran gekommen ist. Du wurdest der Beste heute Abend, Digga. So ist Schicksal, Cousin. Last but not least, Cousin. Auf dich würden wir jetzt bitten, deine letzte Gruppe, beziehungsweise die letzten Künstler aus deiner Gruppe nach vorne zu rufen für die Performance. Ich und Azu. Okay, ich bin gespannt jetzt. Mal gucken, ob sie sich den ersten Platz holen können. Wesh, mein Bracker Boy. Ich hab
mi amor, verloren für Lachschon. Mein Herz ist tief gefroren, ich sag mal wie pardon. Wenn das Gift durch die Adler fließt, bin ich weit weg vom Paradies. Hast in die Magen sitzt lieb, weil ich nicht mehr da bin für sie. Menage à trois, nur die Blick in mein iPhone Tisch. In meiner City herrscht Schweigepflicht. Bin ich Tag und Nacht, aber wird es zu heiß im Binks, dann bleib ich nicht. Hey, wir nach weg nur, egal welche Uhrzeit dabei sind. Mit dem Extendo Clip sind 30 Stück. Es dauert nicht lang, bis ich eine trifft. Deine Mom weint um dich. Mentalität, wir sind dangerous. Mach jede Nacht zum Tag. Meine Seele, die Serte, herbe sie durch diese Seelen, die Werte. Blut an den Wänden, keiner weiß außer Gott, wann es kommt, dieses Ende. Ich habe mi amor verloren für l'argent. Mein Herz ist tief gefroren, ich sag mal wie pardon. Wenn das Gift durch die Ader fließt, bin ich weit weg vom Paradies. Der Hass in die Magen sitzt tief, weil ich nicht mehr da bin für sie. Sag, wer war da, wer war für mich da in der Zeit? Keiner fragt mich mehr, mittlerweile tut es mir leid. Sag, wer war da, wer? Mit dem Schritt, den ich geh, komme ich meinem Grab näher, yeah. Näher, ja, ja, ja. Ich habe mi amor verloren für l'argent. Geile Mello, Bruder, geile Mello in der Hook. Ich sag mal wie pardon. Wenn das Gift durch die Adern fließt, bin ich weit weg vom Paradies. Der Hass in dem Magen sitzt tief, weil ich nicht mehr da bin für sie. Also man muss hier sagen jetzt, Bruder, ich wollte gucken, ob der Song vielleicht sogar der beste des Abends wird. Und ich bin da so, ich würde erstmal anders anfangen. Die beiden, Bruder, wisst ihr, was der Unterschied ist zu allen anderen? Zu allen anderen, Bruder, und ich call das euch jetzt schon, Dreddies. Das sind Profis, Bruder. Die beiden, der Song, der hört sich professional an, Bruder. Bei den anderen, der Song hat sich nicht professional angehört, bei keinen, Bruder. Aber bei den beiden, das hat sich professional angehört, als ob... Okay, Azus ist ein krasser Typ. Jetzt, ich frage euch, Dreddies, weil bei mir ist es eher dann Geschmackssache, ja? Welchen Song fandet ihr den besten Song des heutigen Abends? Das ist jetzt die Frage, Bruder. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den besser, Bruder. Ich fand den besser, Bruder. Ja, Yasins Song ist halt für Geschmack von mir nicht so ganz... Weil das so Frauen und dies, das und so. War viel zu viel mit, also Bayo hat, ich weiß nicht, Bruder. Das ist Geschmackssache, Bruder, ja. Das ist echt Geschmackssache, Digga, ehrlich. Beide Songs aber super. Gute Songs. So Songs erwarte ich, Bruder. So Songs müssen kommen. Das muss der Standard sein, Bruder. So einen Song muss man bringen. Das ist gut, da kann man Respekt für geben, kann man Liebe für geben. Das ist ein Baba-Song. Und ich finde, nur Azu, Shabab, Bensko, Yasin, und Bayer haben, und Barré mit der Hook, die war auch gut. Aber der Rest war echt schwach heute, Bruder. Oh, Infinite war der krankste. Brakabas, you get me? Nein, der war der krass, der war der hier. Der war heftig. Jawohl. Ah. Shabab und Azu. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Guter auch Song. Ihr seid Respekt. Wirklich Künstler in diesem Turnier, die sich wirklich stetig weiterentwickelt. Das freut uns natürlich extrem zu sehen. Bitte macht so weiter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also danke, dass ich bei diesem Auftritt dabei sein durfte. Also danke schön, dass auch ich dabei sein durfte. Und ich bin mega stolz auf euch, dass ihr jedes Mal konstant, wenn ihr sogar besser abliefert. Ihr besser, Mann. Das ist unglaublich, also starker Auftritt, Jungs. Also nur Respekt. Danke. Und niemals vergessen das Real Life, keine Ahnung. Keine Ahnung. Liebe Zuschauer, was ihr nicht mitbekommen habt, ist, dass sich gerade hinter den Kulissen einige technische Probleme angestaut haben. Aufgrund dessen können wir den Choke von Kennern nicht werten. Es ist nicht Kennans Schuld, dass er hier gechoked hat in dieser Situation. Das war unsere Schuld, das war von der technischen Seite. Deswegen würde ich euch, die Jury, nochmal bitten, das Highlight von Kennern, was er direkt danach aufgenommen hat, ohne den Choke, zu bewerten und dementsprechend die Punkte zu verteilen. Seid ihr damit einverstanden? Ja. B.
bin ich gespannt. Jetzt haben wir schon die krassen Songs gehört, ja? Ruhig. Ja? Okay. Okay. Dreckige Tage, ja, lass mich die erzählen, Bro. Leg es auf die Waage, keine Frage, es wird ehrenlos. Doch mittlerweile halte ich auch mal meine Füße still, weil ich jetzt eine Türe find, dass keine weitere Träne tropft. Ich bleib ein Blacker Boy und hab die Taschen voll. Ich tu, was ich will und niemals das, was ich hier machen soll. Weil sie mich fassen wollen, jumpe ich vom Balkon und laufe mein TN schneller als Läufer beim Marathon. BB sagt, du weißt, dass ich der Täter war, bin immer unbewehrt, deswegen treffen wir uns in der Nacht, sind immer unter Stress, weil unser Flex macht, dass dein Kiefer knackt, hab Steine auf meinem Weg, ich drück sie weg und mach Familienschnapp. Ich höre Stimmen in meinen Kopf. Ja, der Duft der Straße verlockt. Mama, verzeih. Sag, wann hört es auf? Ich höre Stimmen in meinen Kopf. Ja, der Duft der Straße verlockt. Mama, verzeih. Oma Jolie, schon wieder die Nacht wach, wie Mula du schrappt ab. Schön dich nur am Hassen, weil das Geld immer knapp war. Pardonne, langsam werd ich müde. Hey, kann kein Liebe mehr spüren. Hey. Augenringe, müde Blicke, hab seit Tagen nicht gepennt. Gott verzeih, das ist der Preis für jeden Wagen, den ich lenk. Bin ein Deutscher unter Kennex, hab die Fahne nie geschwenkt. Doch kommst drauf an, dann bin ich dran, da kannst du fragen, wen du kennst. In meiner Welt geht es um Euros, komm nicht klar, wenn einer singt. Du rufst an für die Betäubung, weil dir die Nase fehlt wie Swings. Tunnelblicke, nimm mehr Rest, ich bin am Rasen, blick nach links. Ich träum von schöner Melodie, doch ich ja Satan, wie er singt. Baba Part Cousin. Das ist ein Baba Rap Part Cousin, ja? Das hat Gali, hat das gefehlt, Bruder. Das ist einfach, das ist ein Baba-Rap-Part, Bruder! Nicht durchdrehen hier, Junge! Doch mittlerweile Blackhappen wollen, du Fleck. Ich höre Stimmen in meinen Kopf. Und wieder die Nacht wach, wie Mula durch. Liebe, Gott verzeih, das ist der. Hey. Augenringe, müde Blicke, hab seit Tagen nicht gepennt. Gott verzeih, das ist der Preis für jeden Wagen, den ich lenk. Bin ein Deutscher unter Kennex, hab die Fahne nie geschwenkt. Doch kommst drauf an, dann bin ich dran, da kannst du fragen, wen du kennst. In meiner Welt geht es um Euros, komm nicht klar, wenn einer singt. Du rufst an für die Betäubung, weil dir die Nase fehlt wie Swings. Tunnelblicke, nimm mehr Rest, ich bin am Rasen, blick nach links. Ich träum von schöner Melodie, doch ich ja Satan, wie er singt. Ich höre Stimmen in meinen Kopf. Ja, war. Sag, wann hört es ab? Bitte komm, sag, hey. Oma Jolie, bin schon wieder die Nacht wach, wie Mula du schrappt ab. Schön dich nur am Hassen, weil das Geld immer knapp war. Pardonne, langsam werd ich müde. Hey, kann keine Liebe mehr spüren. Sag mir bitte wann. Wann? Wann? Bitte sag wann. Krank, Digga. Diese Jutsus waren brutal, Digga, ja? Wie der Colin bereits erklärt hat, haben wir als Jury bzw. als komplettes Team beschlossen, aufgrund des technischen Fehlers euren Show aber guter Song zu bewerten und guter eure Song. Highlight-Runde zu bewerten. Somit haben wir uns als Jury dazu entschieden, den ersten Punkt, den wir verteilt haben, zu revidieren und an euch zu schenken. Somit haben wir jetzt gerade einen Zwischenstand von 1 zu 1. Okay, stramm. Als nächstes würde ich bitten, alle Künstler von... Gegen welche Truppe war das? War das gegen Hasuna, Vito und Ding? Zutreten. Oder welche, gegen welche Truppe war das? Wie ihr gerade erfahren habt, ist der aktuelle Zwischenstand Sakko. Aha, 1 zu 1. Okay. Das heißt, der nächste Punkt, der vergeben wird, ist darüber entscheidend, welche Gruppe hier als Gewinner und welche Gruppe aus dieser Challenge als Verlierer rausgehen wird. Okay. Es war nicht einfach. Ihr habt uns heute wirklich sehr, sehr krasse Songs geliefert. Mhm. Dafür erstmal danke an euch alle. Großen Respekt für die Leistung. Ed Beef, ich bin gespannt. Die Jury hat sich entschieden und hat alle Punkte zusammenfließen lassen. Und wir kamen zu dem Ergebnis, dass wir uns entschieden haben für die Gruppe von Shabab. Ein
ich aber auch machen. Shabab, ihr seid die Gewinner der heutigen Challenge und wir würden euch bitten, jetzt in die Villa einzutreten und vorerst nicht mehr wieder rauszukommen. Okay, Shabab. Bayo, wir als Jury haben heute natürlich, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, auch natürlich beobachtet, wie ihr... Jetzt ist aber schwer, wen willst du von da raus? Ihr zusammengearbeitet habt und auch du als Teamkapitän und wir müssen... Alter, wen willst du von da raus? Also am schwächsten heute hat mich Skandal, war Skandal für mich. Ich muss wirklich sagen, du als, oder? Teamkapitän hast wirklich, ja, großen Respekt von uns verdient, denn du warst... Mhm, hier ist die ganze Truppe. Ich müsste mich ehrlich zwischen Skandal und Ding... Kali, aber für mich war Skandal heute deutlich schlechter als Kali. Also Barré ist ohne Frage, der hat super Hook. Infinite, geisteskranker Part. Bensko, einer der Besten heute. Yassin, einer der Besten heute. Kenan und Bajovic so auf eine Stufe. Coole Hook, wo er so hochgegangen ist im Endeffekt. Die beiden Parts haben mir nicht so, beide haben mir nicht so gefallen, ehrlich. Aber wenn ich mich dann entscheiden müsste, dann würde ich sagen, Skandal hatte den schlechteren Part. Das wäre so mein Bauchgefühl. Du hast das wirklich gut gemacht. Das war wirklich schön zu sehen, wie du dich für die Künstler wirklich einsetzt, falls Probleme sind oder wo auch immer. Du warst wirklich da für die Leute. Aber dennoch seid ihr leider die Verlierergruppe vom heutigen Abend. Darf ich kurz was sagen? Nein. Ja? War nicht witzig. Wir haben an sich sehr gut zusammengearbeitet und die Harmonie in meiner Truppe hat auch gepasst und gestimmt. Ich danke euch, auch allen nochmal Jungs. Ihr habt abgerissen. Da hätte vieles besser laufen können, aber so ist das Leben manchmal. Und ich sag euch ehrlich, meine Gruppe und ich, wir sind alle daran schuld. Aber ich werde dafür rausgehen. Als Kapitän. Ich hab das, es wäre meine Aufgabe, ich hätte das machen sollen, ich werde mich dafür opfern. Walla, Kenan war schon am Klatschen. Ja, ja. Scheiß drauf. Erst raus, Jungs. Alles gut. Ah, wir machen schon. Alles gut. Also, wir haben den Tasche schon gepackt. Er hat schon gepackt, Jungs. Lass ihn einfach gehen. Alles gut, Jungs. Kranker Ehrgeizgesang. Aber ich hätte das machen sollen. Ich werde mich dafür opfern. Das heißt, du möchtest dich opfern für deine Gruppe, damit die niemanden rausgehen müssen? Richtig. Bist du dir sicher? 100%. Geh mal zurück, mein Bruder, geh mal zurück. Ich hab euch gesagt, Icon 4, ich hab komplett reingeschissen, Icon 5. So, ne? Nicht böse gemeint, Jungs. Also du bist bereit, dich freiwillig für deine Teamkameraden zu opfern, ja, gerade? Ja, 100%. Yes, was? Er hat gerade noch geklatscht! Oder der weiß irgendwas, was wir nicht wissen. Nein. Ist nicht unnötig. Ist nicht unnötig, Bruder, nein. Ich will diese Filme nicht spielen. Kenan, ich will einfach... Ich möchte hier kurz sagen, wenn... Also guck mal, Chat, wallah, ich bin ehrlich, ich lüge euch nicht an. Ich hätte Skandal rausgeschmissen. Obwohl ich ihn mag. Das ist der einzigste, einer von 3-4 Leuten... Aus dieser Icon-Ding, mit denen ich so privat bisschen ab und zu hallo, hihi, hahaho. Ich folge ihm sogar auf Instagram. Ich folge niemanden, glaube ich, von denen auf Instagram. Außer Skandal. So. Aber wenn ich ehrlich bin, ich muss das sagen. Das ist so meine Meinung, Bruder. Wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, du kannst sie nicht mehr rückgängig machen, bist du dir deiner Entscheidung 100%ig sicher. Das Einzige, was ich noch verstehen könnte, ist Kali. Das ist das Einzige, was ich verstehen konnte, Bruder. Tja, traurig.
Tag 3, Challenge, Freestyle. Du bist der schlechteste Kapitän, wegen dir muss deine Gruppe untergehen. Denn hier gibt's kein Autotune-Spuren, wo du deine Kackstimme drunter legst. Der Erfolg, er war von Majo und er war nie deiner. Du bist höchstens eine Katze. Mach mich auf Tamir, Tiger. Mach mich auf Tamir, Tiger. Wartet auf diese Situation, Chat. Wartet auf diese Situation, Dreddies. In dieser Situation ist alles eskaliert. Die ganze Stimmung in dieser Villa ist zusammengebrochen, Dreddies. Genau in dieser Situation. Das ist die Situation, von der ich vor Wochen geredet habe. Uiuiui, ich weiß, natürlich weiß ich. Ich weiß, was da passiert ist, Dreddies. Ich weiß. Aber ich werde natürlich nichts verraten, aber es wird spannend, Digga, ehrlich. Aber ich höre nochmal, das ist wie ein Boxkampf. Bruder, chill doch mal, Bruder, ja? Bruder, das bringt gar nichts. Ich höre nochmal, das ist wie ein Boxkampf. Aber ich. Guck mal, Skandal hat, guck mal, das ist ein Brü, Walla. Guck mal, das ist ein Brü, ehrlich. Guck mal, ich analysiere so Situationen. Guck mal, Skandal sieht das, er bekommt das mit. Alle anderen auch. Skandal sieht das, er bekommt das mit. Er steht direkt auf. Guck mal, das ist wie ein Boxkampf. Guck mal. Siehst du diese marokkanische, heimische Chamäleon-Anschleichtaktik? Bruder, dafür braucht man jahrelang Sportunterricht, Schwänzen, Cousin. Diese Anschleichtaktik aus Gebüsch, Cousin. Siehst du diese? Körperhaltung ist tief, Bruder. Auf die. Das ist die. Bruder. Guck mal. Chill doch mal, Bruder, ja? Walla, richtig gemacht, Digga, ehrlich. Der Einzige, der richtig gemacht hat, Skandal, wirklich, Bruder. Warte, das bringt gar nichts. Ich werd mal lachen. Kommt in mein WhatsApp-Broadcast. Vielleicht fliegt da das ein oder andere Leakchen rum. Ich weiß ja nicht. Kommt in meine WhatsApp-Gruppe, Adredis. So. Ich küsse eure Herzen. Oh, ein WhatsApp, Dreddies. Ich küsse eure Herzen. Ist das ernst oder inszeniert? Nee, ist ernst. Also das kann ich euch sagen. Die haben da nicht gefaked. Das ist ernst. So. Ja. Und den Rest müssen wir auf nächste Woche warten, Dreddies. Aber haben die super gemacht. Ehrlich, muss man denen lassen. Props, Digga. Okay. Das war Icon, Adredis.